Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles. Wir spielen die dritte Staffel und im Augenblick bin ich auf der Suche nach dem Tempel der Delketo. Ich weiß, wo er ist. Ich war dort schon. Ich muss ihn jetzt nur wieder finden. Und dort unten ist ein dicker Menschenaffe, der jetzt erstmal abgeschossen wird. Nee, das ist ein Gorilla. Das ist eigentlich kein Menschenaffe. Ich frage mich, ob der tatsächlich hochklettern kann. Fände ich lustig. Kannst du klettern, Kumpel? Ich glaube nicht. Das ist schlecht für ihn. Ich habe mir jetzt hier gerade so einen extra Weg gesucht. Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwie entlang komme. Zumindest sind hier eine Menge Ruinen. Und ich hoffe einfach mal, dass das hier alles klappt. Ich finde es ja schon ziemlich witzig, dass man hier diese ganzen Ruinen auch ohne Probleme begehen kann. Schrägstrich bespringen. Okay, das klingt jetzt auch irgendwie falsch. Ach je. Ihr wisst, wie ich das meine. Ihr wisst, wie ich das meine, Leute. Ihr wisst das. So, wir sind jetzt wieder ein Stückchen weiter unten. Auf dem Weg in Richtung der Keto-Tempel. Ich muss jetzt hier einfach nur noch irgendwie durchkommen. Möglichst so, dass mich nicht ungefähr 120 von den Viechern umlegen. So, gucken wir doch mal. Oh, hier scheinen Käfige zu sein. Oh, okay. Hier ist irgendjemand, der mich nicht gut findet. Hallo, riesen Affending. Au, okay. Du hast mir erstmal einen auf den Sack gehauen. Das ist nicht so sympathisch. Finde ich nicht gut. Oh, fuck. Wie viele sind das hier? Okay. Die sind schlecht gelaunt. Leute, das finde ich jetzt nicht so gut. Oh shit, es wird voll hier. Okay. Wie gut, dass die jetzt hier eine Weile brauchen, bis sie alle da sind. Wow, okay. Muss ich mal kurz ein Stückchen weiter rauslaufen. Bisschen regenerieren, Tränkchen sammeln. Darauf warten, dass sie hinterherkommen. Denn sobald man aufgehört hat, stehen zu bleiben, ist die Regeneration nämlich im Arsch. So, jetzt brauche ich wieder ein bisschen... Wow, wow, Alter. Schlecht gelaunter Riesenaffe. Und auch noch, zack, bam. Wow, fertig damit. Alter Schwede, kaum fangen wir hier mal an, schon werden wir hier von den Riesenaffen getackelt. Mal gucken, was ihr so dabei habt. Wahrscheinlich Riesenaffenfleisch. Reißzähne und Fell, okay. Was hast du? Dicke Haut und Fell, okay. Tierhaut. Und das Viech liegt jetzt auch irgendwie so ein bisschen... Hier geht's. Also sehr viel Fell und Reißzähne für Expeditionen in den Norden sehr geeignet. Denn mit dem Fell stellt man sich natürlich auch die... Oh, hier liegt irgendwie was Totes. Oh, warst du deren Essen oder was, Junge? Mal gucken. Nee, da kann ich leider nichts häuten. Ich weiß, das war jetzt fies. Okay. Gut, ich hau mir nochmal einen Heiltrank rein. Und wir gucken mal, wo wir sind. Auf dem Weg in Richtung der Keto. Ist ja schon mal nicht verkehrt. Den Weg finden wir auf jeden Fall. Hoppa. Zup. Okay, jetzt muss ich hier nur irgendwie rauskommen. Ich glaube, ich bin jetzt hier auch gar nicht so falsch. Ja, irgendwas greift da schon wieder an. Aber hey, vier von den Viechern waren jetzt nicht gerade wenig. Das war jetzt durchaus mal ein Kämpfchen, das hätte auch schief gehen können. Aber glücklicherweise ist das ja nicht passiert. So, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, muss ich noch ein Stückchen weiter. Ah, hier drüben ist sie schon. Wunderbar. Denn wir machen gleich Lach- und Sachgeschichten mit der Geto. Das heißt, ihr dürft ein bisschen Dinge kennenlernen, erfahren. Jetzt kommen schon wieder irgendwelche Kampfflamingos. Nein, du bist kein Flamingo. Du bist ein hässlicher Riesenara. Dich mag ich auch nicht. Deswegen stirbst du jetzt auch. Ist okay. Der einzige Nachteil bei der zweihändigen Waffe ist die Tatsache, wenn man mal erst eine Kampffolge gemacht hat, dann verharrt der Schaden kurz einen Moment. Und das ist natürlich so ein bisschen
Wenn man umrundet von was weiß ich wie vielen Kackviechern ist, ist das nicht so glücklich. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich hier irgendwie gut hochkomme. Lass mal schauen. Ich denke mal, das hier könnte klappen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dann genügend. Hoppa. Kann ich hier stehen? Ja, hier kann ich stehen. Oh, das müsste aber eigentlich reichen. Wenn ich da jetzt nicht irgendwie blöd abrutsche oder so, dann läuft das hier schon. Ich gehe jetzt nicht den direkten Weg, weil das heißt, sehr, sehr viele Gegner zwischendrin irgendwie umhauen. Also ungefähr 100.000 Affen oder so. Darauf habe ich jetzt nicht so den Riesenbock. Wir gehen hier einfach durch die Hintertür hoch. Und sagen dann mal freundlich Hallo. Denn hier gibt es auch noch ein paar Leute, die nicht so unbedingt begeistert davon sind, dass man vorbeikommt und bei der Keto anklopft. So, hallo. In your face. Thema erledigt. Kommt hier irgendwas? Nein? Okay. Dann kann ich dich auch kurz mal looten. Nee, du hast eh nichts Gescheites dabei. Hallo. Was macht man bei Bogenschützen? Immer schön in den Nahkampf. Varus, der Brecher. Okay. Wow. Okay, wir haben hier einen Nebenmob, den man offensichtlich nehmen kann. Und Zimmerleute. Lemurianische. Wow. Okay, die sind jetzt ein bisschen tricky, weil sie mich an die Wand gebracht haben. Ich kann hier nicht gescheit schwingen. Okay, also Varus, der Brecher, kann man sich hier holen. Nachhaltige Mahlzeit, oh, die nehme ich gerne mit. Kerzenstummel und so. Was haben wir hier noch? Oh, einen Zettel. Salakios Anweisungen, okay. Die nehme ich mir gleich mal mit. Muss man gleich mal lesen. Und der hat auch Eisenbarren. Also ich loote jetzt hier die ganzen Eisenbarren, weil Eisenbarren, die ich nicht selber sammeln muss und herstellen muss und so, das sind gute Eisenbarren. Ihr seht, sie haben ja auch Waffen mit dabei. Also das sind schon ein bisschen die etwas fortgeschritteneren Mobs. Und damit die Regeneration nicht so lange dauert, werde ich mich jetzt hier mal kurz mit einem Tränkchen wieder hochpushen. Ihr könnt hier auf jeden Fall lemurianische Handwerker finden, wie es aussieht. Und Varus den Brecher. Der hält allerdings nicht viel aus, irgendwie. Weil den habe ich ja ganz schnell gebrochen. So, kommt hier noch irgendwas? Ja, da kommt noch was. Was bist du denn hier? Oh, lemurianischen Koch gibt es hier auch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier irgendwelche NSCs findet, die Speisen und Rezepte beherrschen, ist recht hoch. Abgetrennt. Okay, was habe ich denn hier abgetrennt? Okay, muss ich mal eben kurz gucken, was das für ein seltsamer Effekt ist. Das weiß ich nämlich nicht. Abgetrennt? Steht das hier irgendwo? Nee. Aber es ist auch schon wieder weg. Okay, hier haben wir noch einen. Lemurianischer Tänzer. Der hat jetzt nicht lange überlebt. Es tut mir leid, Junge. Aber auch du musst sterben. So, hier sind nochmal Sachen. Gesalzene Beeren. Wir nehmen nur den Eisenbarren mit. Was hattest du dabei? Gewürze und so Zeug. Okay, nee, braucht man nicht. So, und hier sind wir jetzt tatsächlich bei der Ketos Pagode der unendlichen Lust. Ihr seht das? Ich mache hier mal ein schönes Panoramabildchen. Damit ihr euch das hier auch alles in vollendeter Schönheit angucken könnt. Katzenstatuen mit ziemlich seltsamen Masken auf dem Kopf. Und ja, diese ganzen Totenschädel sprechen sehr für der Ketos doppelte Natur. Denn die kümmert sich ja nicht nur um die Lust, sondern auch um den Tod. Und ja, wenn man das hier so sieht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ein Dekito-Anhänger werden möchte. Das klingt nämlich wie eine ziemlich ungesunde Sache. Auch wenn man wahrscheinlich, bevor man stirbt, sehr viel Spaß hat. Reden wir erstmal mit der werten Yakira, der Priesterin von der Keto. The twin serpents whisper, and a stranger approaches. Call me priestess. Call me Sultana. Call me exalted by the flesh and souls of my people. I sing the lusty hymns to Derketo. I submit to the goddess of pleasure and the queen of the dead, so that all others submit to me. I am the high priestess to the mysteries of Derketo.
I perform the sacred obscenities. The haughty priests of Mitra and Set frown down upon my wanton rites. Holy concubine, they call me when I am listening, and cultish whore when they think I am not. Yet one by one, these clerics offer themselves to me willingly. I kiss the jelly right out of their skull sockets, and they scream, and they beg me to do it again. And they see the universe and their gods as they truly are. And they weep black blood when they realize they have but two eyes to give me. Derketo is my goddess. From her throne of horn and bone, she rules over fertility and the underworld. In her right hand, she holds a lotus bloom. In her left hand, she holds the twin serpents, lust and death. There is only lust and death, the little death and the endless sleep. Derketo awakens the goddess in me. Through her, I have teased the savage animal and enslaved the living clay. Through her, I have freed the minds of my people to orgiastic frenzy. Through her, I have made the living beg, the dead moan, and given some skulls more reason than others to grin. My people are the Lemurians. Ours is an ancient story, cast out of island cities that were ancient before the histories were written. Time and again, my people met betrayal and enslavement, but always we break free. Now we find ourselves in this jungle. Through Derketo, I have given my people transcendent pleasures. My people have given themselves over to Derketo so completely that they are now free to shed the skin of mere reality. In these jungles, too, stalk the ancestors of the Lemurians. They emulated beasts, lay with beasts, and became beasts. I do not begrudge them their path. Do you seek the mysteries of Derketo? Do you dare the transcendent ecstasies? Would you awaken the sleeping deity swaddled in the cradle of your flesh? The twin serpents live inside all of us. The coiled splendor. The uninitiated merely spill these energies through their pelvis. But I can teach you the ways to coax the twin serpents up your spine, up the cosmic ladder, into my mind and hands. With the twin serpents, lust and death, so mastered, you can perform the miracles of Derketo. I am the High Priestess to the mysteries of Derketo. I perform the sacred obscenities. So, ich denke mal, wir haben von ihr alles gehört, was wir hören können. Und das erklärt natürlich auch ein bisschen von dem, was wir hier im Dschungel gesehen haben. Von diesen ziemlich hässlichen, ziemlich seltsamen Leuten, die hier dann Dinge tun. So, ich warte jetzt mal hier eben auf die. Die kommen nämlich ganz bestimmt die Treppe hoch. Ach ja. Also Derketo scheint mir eine recht ungesunde Gottheit zu sein. Also hier haben wir auch mal noch einen Gott und einen Rüstungsmacher. Also solltet ihr wirklich Interesse dran haben, die murianische Rüstung zu lernen, dann findet ihr hier definitiv die passenden Sklaven dazu. So, ich hoffe, ich finde jetzt hier irgendwelchen lustigen Loot bei den Sklaven. Hallo? Sklave? Wo seid ihr? Ich will euch doch looten. Shit. Na super. Die sind jetzt offensichtlich so hingefallen, dass ich ihre Körper gar nicht mehr sehen kann. Wo seid ihr denn? Ach, da. Okay, dann nehmen wir doch nochmal ein bisschen Eisenbarren mit. Habe ich eigentlich... Ach, ich nehme das auch noch mit. Okay, wo ist der andere Typ? Den habe ich doch auch gerade hier... Ist der runtergefallen? Nee. Ach, hier.
Ist immer so ein bisschen schwierig, die Viecher umzuhauen. So, hier die leuchtende Essenz muss man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man Bock darauf hat, besondere Beleuchtung zu basteln. So, boah, es ist jetzt stockfinster. Dunkel wie ein Affenarsch. Passend zu den Viechern, die hier rumlaufen. Und ist halt die Frage, was wir hier noch so groß sehen. Aber die Aussicht ist natürlich ultra geil. Das gefällt mir hier sehr, sehr gut. Hier unten ein bisschen Wasser. Hier oben die alten kaputten Tempel. Also ich schau mal, dass ich hier jetzt wieder runterkomme, ohne dass ich dabei irgendwie drauf gehe. Uah. Ja, ohne drauf zu gehen, bitteschön, ja? Ohne. So, mal gucken. Ah ja, das ist ja... Fallschaden ist definitiv sehr viel geringer geworden. Das heißt, man hat hier deutlich weniger Stress mit irgendwelchen Mühlen. Ah, erstmal ein bisschen was trinken. Lecker Salzwasser. Ist ja auch so ein bisschen unlogisch eigentlich. So, wir befinden uns jetzt hier unten. Hier gibt es noch Dagons Klaue auf dieser einen Insel. Aber da will ich jetzt gerade mal nicht hin. Ich will wieder in Richtung der Stadt, damit ihr die auch von der anderen Seite mal sehen könnt. Ich meine, das ist natürlich auch eine ganz andere Form von Romantik, das hier zu sehen. So die alten Ruinen, hier drüben dann die Begrenzungspfähle, wo auch immer das dann hinführen mag. Also ich denke schon, dass Conan Exiles noch sehr, sehr viel Potenzial hat, auch über DLCs oder so das Land zu erweitern. Wenn natürlich dann auch noch ordentlich Stories geboten werden, neue Gegenden, die man wirklich auch erkunden kann und nicht nur einfach nur durchkämpfen. Ich finde schon, dass sich das Spiel sehr lohnt, wenn man hier Zeit reinsteckt. So gerade, wenn man sich so ein bisschen die Mühe gibt, auch mal an Ecken zu gehen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind. Das ist das, was ich bei vielen Survival-Games eigentlich bisher vermisst habe. Klar, man hat einen Survival-Anteil, einen sehr hohen meist sogar. Und das Survival ist vielleicht nicht immer so leicht oder so, aber... Oh, guck mal hier, da sieht man schon die alten Leuchttürme des Hafens. Mit ihrem lila Feuer. Das hat natürlich auch ganz besonders Style. Also wenn man sich überlegt, dass von dort dann vielleicht irgendwie Schiffe kamen und dann zwischen diese beiden Türme gefahren sind. Also man sieht hier momentan leider nur einen. Ich guck mal, dass ich so weit komme, dass man zumindest auch noch das zweite Feuer sehen kann. Okay, Licht geht aus, wir schwimmen. Früher konnte man mit der Fackel noch unter Wasser. Heute geht das nicht mehr. Aber das ist natürlich auch realistischer. Ich gebe es ja zu. Auch wenn es jetzt leichter wäre, denn ich könnte euch mehr zeigen. So, gucken wir doch mal, wo ich jetzt hier rauskomme. Alter, schon schlimm. Also ich sehe jetzt selber nicht mehr allzu viel. Ich hoffe, das seht ihr mir gerade nach. So, hier. Turm Nummer 1 und Turm Nummer 2. Wir sind jetzt hier im Hafenbecken. Dagons Umarmung, das ist so dieser Hafen. Und hier unten geht es dann rein zum Palast der Hexenkönigin. Die kann man allein besiegen. Ich weiß, dass es geht. Katom hat es geschafft. Ich bin allerdings nicht so der mega krasse Kämpfer wie er. Genauer gesagt, ich habe dafür auch einfach nicht so die mega Geduld, das dann allein durchzuziehen, bis ich es mal geschafft habe. Da werden wir auf jeden Fall noch mit der Gilde, dem Clan hingehen, um das dann nochmal hinzukriegen. Und hier oben sieht man natürlich noch diesen alten Tempel, wo jetzt die ganzen mit Affen gepaarten Lemurianer rumhängen. Also wenn man hier straight forward durchläuft, hat man relativ viel zu kämpfen. Denn das sind jetzt nicht gerade wenige Mobs. Aber hier ist natürlich die Aussicht besser, muss man auch sagen. So, ist hier noch irgendwas? Ich habe doch gerade gesagt, dass hier... Oh ja, da ist einer. Nehmen wir mal. Okay, jetzt muss ich mit der Einhandklinge ackern, sonst wird das nämlich hier gar nichts. Shit, nee, das taugt nichts. Da mache ich nicht genug Schaden, scheiße. Okay, dann müssen wir das halt jetzt so machen. Dann orientiere ich mich nach Lebensbalken. Nummer 1. Oh Gott, wie viele sind das denn jetzt? Das sind ein paar mehr geworden. Scheiße, okay, dann hauen wir doch mal ab. Das ist mir jetzt zu ungesund, Leute. Nee, nee. Da müsst ihr euch jetzt mal mit anderen Leuten rumschlagen. Also kämpfen ist ja okay, nur wenn man überhaupt gar nichts sieht, ist das ein bisschen kacke. Ohne Fackel habe ich hier recht wenig Chancen. Oh shit, da kommt ja noch was. Arr. Nee, nee, hier laufe ich weg.
So, und jetzt siehst du mich nicht mehr. Lalala, ich bin weg. Lalala. Sorry, Junge. Hätte leichter laufen können, aber das machen wir so nicht. Boah, so ein Mist. Echt jetzt. Ja, bei Conan Exiles merkst du halt dann doch recht deutlich, dass dunkle Nächte auch dunkel sein können. Und dunkel dann bedeutet, man sieht halt echt nicht sonderlich viel. So, ich schwimme jetzt hier nochmal einmal quer durch den Hafen. Verabschiede mich aber an dieser Stelle von euch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da werden wir dann mal die Piraten ein bisschen besuchen. Oder irgendwelche anderen Dinge tun. Mal schauen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Macht es gut, ihr Lieben. Und bis denn. Tschüss.